So, stellenweise kennen wir das Level ja schon. Deswegen versuche ich das jetzt auch mal etwas schneller zu spielen. Als würde ich das nicht eh schon mal versuchen. So. Ah, okay, dann halt nicht. So, eben habe ich den Double Grab hier nicht hinbekommen. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück. Komm schon, nimm beide. Nimm beide, es geht. Oder er hat es deaktiviert. Ich glaube, man kann das auch irgendwie deaktivieren. Durch ein Skript. Aber keine Ahnung. Vielleicht hat sich ja unser Paperzockt überlegt. Wir müssen so viele Sachen in diesem Spiel rumtragen. Warum den Spieler hier noch irgendwie belohnen? Durch einen Glitch-Exploit oder sowas. Der das hier an einer Stelle mal ein bisschen leichter macht für einen? Nö. Na gut. Hier müssen wir jetzt hin. Manometer. So. Ja, diesmal nehme ich den Pilz auf jeden Fall hier mit. Und jetzt kommen wir hier lang, was vorher natürlich nicht möglich war. Und dann ist hier das Schlüsselloch. Und wir gewinnen. Okay, also das war jetzt, wie gesagt, kein cooles, optionales Bonus-Ding, sondern es muss gemacht werden, um überhaupt hier weiterzukommen im Spiel. Und jetzt haben wir ein Level namens Hammer Bro Hills. Das klingt sehr, sehr spaßig, ja. Okay, wo sind... Ja, hier sind überall Hammerbrüder. So, schon verkackt. Beim allerersten von wahrscheinlich Hunderten. Dann lass mich mal Folgendes machen. Lass mich mal versuchen, das nochmal mit der Macht des Saves jetzt hier zu regeln, damit ich zumindest den ersten kaputt kriege, damit ich auch hier eine Feuerblume bekomme, um es mir etwas leichter machen zu können. Weil selbst mit Feuerblume habe ich ja teilweise meine Probleme. So, außerdem muss ich ja auch irgendwie hier groß sein, um hier reinzukommen. Aber jetzt, ich habe jetzt nicht gesehen, ob das nur für die... Nee, es ist, was ich hier machen muss. Es ist nicht für eine Coin, es ist, um hier überhaupt weiterzukommen. Wäre ich jetzt kleiner Mario, Pech gehabt. Also, das Spiel ist echt nicht nett zu einem. Und eigentlich macht es auch ein paar Sachen, wo ich schon sagen würde, das ist ein No-Go. Also ich meine, warum gibt es überhaupt die Fähigkeit oder Funktion, noch am Leben zu sein und klein zu sein? Wisst ihr, was ich versuche zu sagen? Also, wenn ich kleiner Mario bin, im Vergleich zu großer Mario, und dann nicht weiterkomme, da kann man mich auch direkt sterben lassen an der Stelle und sagen können, okay, Instant Death, wenn du einmal getroffen wirst. Aber halt stattdessen zu sagen, okay, tschö, du bist jetzt kleiner Mario, kannst weiterleben und du kommst ja nicht weiter. Ja, was für einen Mehrwert hat das dann? Eigentlich wäre die Vollblume, glaube ich, sogar das Bessere hier gewesen. Ausnahmsweise mal. Aber okay, ich guck mal, wie ich so weiterkomme. Auf jeden Fall das Cape werde ich behalten. Ich konnte sogar einen Hammer abwehren. Guck mal, da ist ja schon irgendwas, wofür ich es wieder brauche. So. Diesmal zwar nur für eine Münze. Ich meine, dafür, finde ich, ist es schon wieder legitimer. Eigentlich auch nicht nett, gerade wenn man versucht, ein Spiel zu 100% durchzuspielen, dann zu sagen, hahaha, du hast keine Feder mehr, du kriegst jetzt keine Coin. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes, als zu sagen, du hast keine Feder, du kommst ja überhaupt nicht mehr weiter und hast Pech gehabt. So, also. Dankeschön. Weg hier. Okay, ein Level noch vom Schloss. Night Heights. Ich würde sagen, auch hier behalten wir mal unser Cape, oder? Die Grafik sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ich würde sagen, das erinnert ja an irgendwas aus Mario 3D Land oder World und dann bin ich am Überlegen, der Heck ist so alt, der Heck ist älter als Super Mario 3D World für die Wii U. Das Ding kam nicht lange nach Mario 3D Land raus, also ja, das ist definitiv alt. Okay, dann nicht. Ich meine, so viele Jahre mit Mario World Hex. Ich weiß gar nicht, wo ich den hier brauche. Warte mal. Muss ich den mitnehmen? Ah ne, ich muss da hoch. Okay. Ich meine, irgendwie der allererste volle Mario World Hex, der kam 2002 raus.
Ah, ich hätte das hier oben gebraucht. Ah, ich hätte das hier oben gebraucht. Dann machen wir halt so. So, dass ich diesen coolen Bonus weggegangen bin, das war eine große Bestrafung für mich am Ende. Ja. Und ich meine, was soll ich sagen? Von Demo World zu diesem Hack hier, der Zeitabstand, da hat sich schon sehr viel Hacking-mäßig an Fähigkeiten und an Möglichkeiten getan. Von 2012 auf, sagen wir, 2022 wiederum, hat sich nicht mehr so viel getan wie von 2002 auf 2012. Immer noch eine Menge, aber die Schritte wurden kleiner. Aber das ist, glaube ich, bei jedem technischen Fortschritt so. Je weiter man geht, also allein schon, wenn man mal auf die Spielkonsolen guckt, wird natürlich ein NES zum Super Nintendo ein Riesensprung gewesen sein. Eigentlich sogar vom Super Nintendo zum N64 vermutlich noch ein größerer. So, aber keine Ahnung, wenn man jetzt... Ich weiß nicht, ob Nintendo das gute Beispiel dafür ist, weil die Konsolen sich immer so differenzieren, aber wenn man von Wii U auf Switch zum Beispiel dann geguckt hat, ja, ne, immer noch da, aber ich meine, nicht umsonst gibt es ja immer noch genug Ports von den Spielen, also viele Wii U-Spiele, die auf Switch geportet worden sind, weil die mehr oder weniger ähnliche Specs haben, eigentlich GameCube auf Wii genauso. Oder wenn wir von Handys gehen oder Speicherkarten, keine Ahnung was alles, ne? Also die Sprünge von Revolution werden halt immer ein bisschen kleiner. Und das ist in Mario World Hacking, glaube ich, auch nicht sehr viel anders. Das ist wieder eine Cutscene. Ja, das Lied habe ich schon öfter mal in Hacks gehört. Okay, ich glaube... Okay, der geht ganz schön ab. Ich kann den nicht zufällig kaputt machen, oder? Okay, meine Vollblume ist schon mal weg. Ich behalte meinen Cape. Es tut mir leid, also... Egal, was kommt in diesem Level, guckt es euch an. Also das macht es hier als einziges, glaube ich, noch so halbwegs erträglich. Ich glaube, sonst wäre das Level richtig, richtig zum Kotzen, wenn ich keinen Cape hier hätte. Von daher werde ich mal einfach ein bisschen überempfindlicher sein und das zu jedem Preis behalten. Habe ich den jetzt abgehängt? Ich habe ihn abgehängt. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht mal so gut. Weil ich brauche ihn irgendwie immer noch. Sonst, ne? Geht's ja hier nicht weiter mehr zum Beispiel. Also das darf halt auch nicht passieren dann, ne? Man darf sich nicht erwischen lassen, aber man darf auch nicht zu gut hier sein. So, jetzt kann er weg. Weil ich bin's ja auch. Na dann. Ja, aber ihr habt ja gesehen, also diesen Levelabschnitt, dadurch, dass wir jetzt noch das Cape hier über hatten, hat es das deutlich angenehmer gemacht, das zu spielen. Und ja, wisst ihr, dann rewind ich lieber einmal mehr, wenn ich mein Cape verliere, anstatt nur, wenn ich sterbe, weil langfristig gesehen sind es halt dann doch weniger Rewinds, einfach weil ich auch weniger Fehler logischerweise dann machen würde. Weil so ohne Cape und dann diese Stellen hier, dann sterbe ich dabei noch 6-7 Mal, was ich dann mit Cape vielleicht dann nur einmal mich treffen lasse. So, aber was jetzt Boss angeht, ist vielleicht nochmal eine andere Nummer. Vielleicht werde ich hier nicht krampfhaft darauf bestehen, das Cape zu behalten. Weil es bringt teilweise auch dann nichts. Moment, was hat der für eine Hitbox? Okay, ich bin schon halbwegs auf ihm drauf. Ja. Gut weggelaufen, Kollege. Wieso sterbe ich? Jetzt mal als... Ne, nur mal als Frage. Warum? Guck mal, erstmal, ich bin hier permanent gestunt. Also ich bin hier wirklich gestun-locked teilweise. Ist jetzt tot? Nein, er lässt ein paar Koopas regnen. Und dann bebt es so einen auf dem Boden, dass ich hier überhaupt nicht mehr mich befreien kann davon. Das ist schon... Oh, jetzt haben wir einen Slowdown. Ja, so ein bisschen viel auf dem Pitcher. Okay, wir töten mal ein paar, damit wir hier wieder ein bisschen klar Schiff machen können. Na, wie jeder andere Custom-Boss im Spiel auch wieder mal viel zu viel. Er wird Kamikaze machen, okay. Gut. Kranker Scheiß. Ja, das war die Welt. Jetzt können wir hier runter. Ein Puzzle Forest, da bin ich mal gespannt.
Okay, es ist ein Puzzle. Ja, das kann ich nicht abstreiten. Ich brauche einen P-Switch also. Okay, das wissen wir schon mal. Ich weiß nicht, ob ich den brauchen würde, diesen komischen Disco-Shell-Cooper. Ich glaube zwar nicht, aber ich lasse ihn mal noch da. Außerdem, glaube ich, kann ich ihn gar nicht mehr Disco-Shellen, weil er sich gerade selbst irgendwie umgebracht hat. Achso, du drehst dich hier mittendrin nach. Frechheit. Okay, ich kann hier rein. Ja, doch. Das Blöde ist, wenn ich ja wieder zurückkommen werde, dann spawnen ja die Gegner doch wieder alle neu. Ah, okay, Moment. Ich meine, ich muss natürlich das Trampolin hier mitnehmen. Und da müssen wir hier so schieben. So, aber wie schon eben gesagt, die Gegner müssen jetzt hier alle wieder neu gespawnt sein. Nicht mal das gönnt man mir hier. So, ich weiß jetzt auch nicht, ob das Ding ja on oder off gedrückt sein soll am Ende. Aber jetzt verstehe ich auch zumindest, was ich mit der Kiste hier machen soll. Schieb, schieb. Ich meine, immerhin darf ich schieben, während ich mein Trampolin halte. So, jetzt stehst du mir ein bisschen im Weg hier, Kollege. Wir machen das schon. Aha, ein silberner P-Switch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, muss ich denn da drücken, wo der gekennzeichnet war? Ich guck mal. Nee, da ist nichts passiert. Warte mal, lass mich mal nochmal das abchecken hier. Das scheint ja noch nicht alles gewesen zu sein. So. Okay, okay. Double Grab habe ich ja eben auch nicht hinbekommen. Ich guck mal. Kannst du mich mal kurz in Frieden lassen? Er ist weggespawnt. Ja, perfekt. Ich muss den hier drücken vielleicht. Jetzt hat es funktioniert. Okay. Dann mache ich Schieben. Ah, aber ich habe verkackt, indem ich alle drei Dinger vorher gedrückt habe wahrscheinlich. Das darf nicht sein. Okay, dann... Das darf ich halt nicht machen. Was natürlich auch wieder völlig hirnrissig ist. Ich meine... So, ich drück dreimal das und dann zur Strafe kann ich das Level hier nicht mehr lösen. So, wo ist da die Logik? Wofür... Was für einen Mehrwert soll das wieder haben? Aber gut, so ist das in diesem Hack wohl... Jetzt müssen wir das hier schieben. Das dauert auch eine gute Weile. Ich meine, zeitmäßig, glaube ich, wird das hier noch hinhauen. Oh, ich hätte die ganze Zeit groß sein. Nein, nein, nein. Okay, ich kriege hier einen. Jetzt alles gut, alles gut. So, ich weiß nicht, ob ich das Trampolin noch brauche. Man kann ja wirklich nichts davon, bei nichts davon ausgehen, dass es irgendwie nicht so am Ende ist. Ich meine, habe ich jetzt nicht gebaut. Aber es hätte auch genauso gut sein können, dass er sagt, oh, nö, du hättest es doch gebaut, haha. Jetzt hast du es nicht. Ja, perfekt. Du darfst das ganze Level von vorne spielen. Aber ja. Okay. Puh. Dann geht's hier rein. In diese Warp-Piepe. Und da war eine Wüstenwelt. Jetzt mache ich erstmal ein Päuschen. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Wüste ist auf jeden Fall da. Ich glaube noch vier Bosse oder sowas. Weil wir haben ja dreimal Stern gesammelt nach dem Boss. Und die Story sagt, es gibt das jetzt siebenmal. Und es gibt ja wahrscheinlich auch einen Switch Palace. Deswegen gucken wir mal, was beim nächsten Mal so rumgeht. Sie sind ein Level mit Secret Exit, es ist eine Pyramide, es ist ein Geisthaus und ein Schloss auf jeden Fall da. Und das werden wir dann alles beim nächsten Mal besuchen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin.